Beten. Warum? Beten, sagen viele, ist Quatsch. Trainer, du willst aber, wir sollen beten? Wenn es keine Möglichkeit gibt, Hingabe, Barmherzigkeit, Frieden und Wahrheit zu erlangen, dann beten alle großherzigen und guten Menschen. Es soll sich diese Möglichkeit ergeben, deshalb wird aus tiefstem Herzen zu Gott gebetet. Wenn es Gott gefällt, dann verbinden sich die Bedürfnisse der spirituell Suchenden und die Lehren von bedeutenden Personen. Das Glücksgefühl in der ganzen Welt wird sich beständig und unvermindert zeigen. Wenn die gesamte Menschheit gemeinsam dafür betet, dass Unruhen, Ungerechtigkeit, Regellosigkeit und Falschheit sich in Friede, Wahrheit, Liebe und gemeinsamen Dienst am Nächsten verwandelt, dann werden sich die Dinge in der Welt sicherlich verbessern, sich ändern. Es gibt keinen Ausweg, sich Kummer und Sorgen hinzugeben. Das trägt keinerlei Früchte. Es ist keine Zeit, verzweifelt und hoffnungslos zu sein. Es widerspricht der wesentlichen Natur des Menschen, sich schwach zu bekennen und Stärke zu erbitten. Um die Suche nach anderen Dingen aufzugeben, ist es angebracht, sich mit Gebeten an Gott zu wenden, notleidenden Menschen zu dienen und gegenseitige Liebe sowie gegenseitigen Respekt anderen entgegenzubringen. Warte nicht lange, bis du anfängst mit dem Beten. Schnell wird sich Belohnung, Zufriedenheit und Freude bei dir einstellen. Aufgabe: Fange heute noch mit dem Beten an.